Die Fußballwelt trauert um Christoph Daum. Seit Herbst 2022 kämpft die Trainerlegende gegen Lungenkrebs. Als Christoph die Diagnose bekommt, zieht er sich zunächst aus der Öffentlichkeit zurück. Kurz darauf ändert sich das wieder. Der jahrelange Bundesliga-Trainer spricht in Interviews und Talkshows über die furchtbare Erkrankung und macht anderen Betroffenen Mut. Am Wochenende gibt es nun traurige Gewissheit. Im Alter von 70 Jahren erliegt der Fußballstar seiner schweren Erkrankung. Seine Angehörigen bestätigen das in einem offiziellen Statement. Christoph ist am 24. August infolge seiner schweren Krebserkrankung friedlich im Kreise seiner Familie verstorben. Im Netz melden sich einige Weggefährten des Sportstars zu Wort. Christophs enge Freundin und Moderatorin Katja Burkhardt schreibt: Wir werden dich sehr vermissen, lieber Christoph. Ich weiß, wie sehr du das Leben geliebt hast und deshalb hast du mit einer schier übermenschlichen Kraft bis zum Schluss gekämpft. Und auch der ehemalige Fußballfunktionär Rainer Kallmund bekundet sein Beileid. Ich bin tief traurig, aber auch dankbar, einen solchen Menschen als wahren Freund kennengelernt zu haben. In Fußball-Deutschland wird Christoph wohl unvergessen bleiben.